Fast 3 Monate nach dem tödlichen Attentat auf den früheren japanischen Premier Shinzo Abe sind Tausende zu seinem Staatsbegräbnis gekommen. Abe war bei einem Wahlkampfauftritt niedergeschossen worden. Der Mord entsetzte Japan. In der Bevölkerung gab es allerdings auch großen Widerstand gegen die Ehrung. Umfragen zufolge waren 60% der Japaner dagegen. Noch einmal Blumen für den ermordeten Ex-Premier und noch einmal lange Warteschlangen. Schon am Morgen reihten sich Hunderte ein, um Shinzo Abe die letzte Ehre zu erweisen. Bei seinen Anhängern hält die Bestürzung über das Attentat auch nach mehr als 2 Monaten an. Die Witwe Akie Abe übergibt die Urne mit der Asche des Verstorbenen an Regierungschef Kishida. Der Auftakt zum Staatstrauerakt mit mehr als 4000 geladenen Gästen. Abe genoss international hohes Ansehen. Du warst der Premier mit der längsten Amtszeit. Aber nicht deswegen gehst du in die Geschichte ein, sondern wegen deiner Errungenschaften. Auch Staats- und Regierungschefs waren unter den Gästen. Die G7-Staaten waren nicht mit ihren höchsten Amtsinhabern vertreten. Für Deutschland nahm der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff teil. Aber es gab auch lautstarke Proteste gegen den Staatstrauerakt. Die Ehrung hat Abe in ihren Augen nicht verdient. Wegen des hohen Sicherheitsaufwands liegen die Kosten bei mehr als 11 Millionen Euro. Ich habe kein Verständnis dafür, dass so viel Steuergeld dafür ausgegeben wird. Damit wird nicht der Wille des Volkes wiedergespiegelt. Hinzu kommt die Empörung über Abes Kontakte zur sogenannten Moon-Sekte, die nicht nur in Japan umstritten ist. Hass auf die Sekte hatte der Attentäter als Motiv genannt. Zum Trauerakt für den früheren japanischen Premier Abe und seine Verbindungen zur Moon-Sekte spreche ich jetzt mit dem Leiter des ARD-Studios Tokio, Ulrich Mentgen. Warum hat der Staatsakt zur Beisetzung Abes Proteste ausgelöst? Shinzo Abe ist schon zu Lebzeiten immer auch ein umstrittener Politiker gewesen. Er hat die Wählerschaft hier in Japan durchaus polarisiert mit seinen Entscheidungen. Er musste sich Vorwürfe der Vetternwirtschaft gefallen lassen. Er stand auch in der Kritik wegen seiner konservativen Geisteshaltung, wegen seiner nationalistischen Politik, wegen seines Rüttelns an der pazifistischen Nachkriegsverfassung Japans. Deswegen sind es heute vor allem seine politischen Gegner, die auf die Straße gegangen sind. Und die Empörung darüber, dass es einen teuren Staatsakt gegeben hat, die entzündet sich eben auch an den Hintergründen, die nach seiner Ermordung überhaupt erst ans Licht gekommen sind. Was weiß man denn inzwischen über die Hintergründe des Attentats? Der Attentäter hatte ja schon am Tag seiner Festnahme zu Protokoll gegeben, dass er aus Hass auf die sogenannte Moon-Sekte gehandelt hat. Diese umstrittene religiöse Gruppierung ist überall auf der Welt aktiv und ist umstritten. Seine Mutter soll eben auch, die Mutter des Attentäters soll eben auch dort Mitglied gewesen sein. Und der Täter hat zu Protokoll gegeben, dass sie das gesamte Familienvermögen dieser Sekte übergeben hat. Sie sei also manipuliert worden. Die Sekte hat das alles zurückgewiesen. Allerdings kommen einem diese Vorwürfe bekannt vor. Es hat ähnlich gelagerte Fälle schon vor vielen Jahren hier in Japan gegeben, ohne dass das eine große Rolle in der Öffentlichkeit gespielt hätte. Erst jetzt wird das so richtig zum Thema. Und wenn dann auch noch herauskommt, dass ein Regierungschef eben schon zu seiner Amtszeit lebhafte Kontakte zu dieser umstrittenen, dazu auch noch ausländischen, nämlich aus Südkorea kommenden Sekte unterhalten hat, dann wird das hier zum politischen Skandal. Sie sagen es politisch. Welche politischen Folgen haben sich denn jetzt dadurch ergeben? Die Regierungspartei LDP, Shinzo Abes Partei, ist gehörig in die Defensive geraten durch diese Vorwürfe. Sie musste eingestehen, dass mindestens die Hälfte aller Parlamentsabgeordneten der Partei ebenfalls im Kontakt zu dieser Sekte gestanden haben. Sogar einige Regierungsmitglieder und vielleicht sind es noch einige mehr, die es bisher nicht öffentlich eingestanden haben. Da zeichnet sich also so eine Art Netzwerk ab, das vorher in dem Ausmaß gar nicht bekannt gewesen ist. Man kann sich fragen, wozu hat das eigentlich gedient? Von Seiten Shinzo Abes, von Seiten der betroffenen Politiker hat es offenbar dazu gedient, Wählerstimmen zu mobilisieren. Und der Sekte hat es gedient, weil sie auf diesem Wege eben zu mehr
Ansehen in der Öffentlichkeit gekommen ist. Jetzt haben wir es also mit Vorgängen hier zu tun, die es so in Japan in der Öffentlichkeit noch gar nicht gegeben hat. Und das hat dafür gesorgt, dass sich der Wind hier politisch gehörig gedreht hat. Wie sehr hat sich denn das politische Klima in Japan seit dem Tod Abes verändert? Können Sie es konkretisieren? In den Umfragen steht der aktuelle Regierungschef Kishida und seine Partei außergewöhnlich schlecht da. Er sieht sich zum Handeln gezwungen, aber er konnte jetzt nicht mehr heraus aus der Entscheidung für Abe einen Staatsakt auszurichten. Das hatte er schon frühzeitig zugesagt. Und jetzt muss er eben zusehen, wie sich die öffentliche Stimmung plötzlich gedreht hat und gegen ihn gewendet hat. Das mündet in eine politische Krise, die vielleicht sogar dafür sorgen kann, dass Kishida darüber politisch ins Stolpern gerät. Vielen Dank, Ulrich Mentgen aus dem ARD-Studio Tokio.